Sie sind bunt, eng, haben vier Räder und können richtig schnell werden. Wie hier in Sindelfingen beim Goldberg Cup letztes Jahr, rollen sie bei Rennen die Straßen runter und verursachen so nicht nur beim Fahrer Glücksgefühle. Seifenkisten sind einfach ein Spaß für sich. Und heute im Jugendhaus Süd zeigen die Profis vom Seifenkistenverband Baden-Württemberg bei einem Workshop, wie man sie baut. Es gibt fertige Bausätze. Letztendlich entscheidet aber sagen wir, die Familie, was sie gerne hätte, ob sie sich ein Hai aus Pappmaché baut oder eine Badewanne oder eine rollende Kloschüssel oder sonst was. Das bleibt jedem selber überlassen. Von daher, sagen wir, der Fantasie ist dem jeweiligen Rennteam wirklich, da sind keine Grenzen gesetzt. Allerdings, es gibt auch Regeln. Darum geht's erst einmal los mit etwas Theorie. Keine Spanplatten, kein Glas oder Stein, nichts, was splittern kann, darf in den tragenden Teilen oder in der Karosserie verbaut werden. Außerdem muss natürlich die Bremse zuverlässig funktionieren und bestimmte Anforderungen erfüllen. Und die Lenkung darf nicht zu direkt sein. Dann geht's endlich an die Kisten. Das Wichtigste heute, Spur einstellen üben. Sie soll ja super gerade auslaufen. Und Spur einstellen ist mit einer der wichtigen Dinge. Und das musst du einmal gesehen haben, dass du es machen kannst. Alles andere, was du baust letztendlich, das überlassen wir einfach der Fantasie des Konstrukteurs. Und die Konstrukteure heute haben davon sicher jede Menge. Einige Kinder sind nämlich dabei beim Workshop, auch wenn teilweise die Konzentration schon mal nachlässt, wenn Papa zu lange an der Lenkung schraubt. Seifenkistenrennen sind einfach was für die ganze Familie. Es ist eigentlich komplett ein Rennteam. Einer macht das Catering, die nächsten bauen. Dann gibt es Probeläufe auf irgendeiner abgesicherten Strecke. Also ich habe mit meiner Tochter dann mal irgendwann parallel zu Bahngleisen geübt einfach, dass man ein Gefühl dafür kriegt, wie lenkt sich so eine Kiste, wie bremst sich so eine Kiste. Das sollte man auf jeden Fall testen, bevor es auf den Goldberg geht. Wer von den Workshop-Teilnehmern dieses Jahr hier mit der eigenen neuen Kiste startet, wird sich im Herbst zeigen. Mitte Oktober gibt's hier wieder den Goldberg Cup.